In diesem kleinen Video zeige ich euch, wie ihr in Excel eine Überprüfung machen könnt, ob irgendjemand was eingegeben hat in einem bestimmten Zellbereich. Hierzu haben wir hier eine schöne Excel-Pappe und machen wir ein neues Blatt auf. Und wenn ich jetzt prüfen will, dass hier dieser Spaltenbereich, dass die Spalte B zum Beispiel bearbeitet, ob da jemand was eingegeben hat, dann mache ich erstmal Folgendes. Ich gehe auf meine Entwickler-Tools und gehe dort auf Visual Basic. Dann komme ich auf so einen Teil im Hintergrund. Da muss man dann meistens erstmal einblenden, diese Projekt Explorer. Das ist dieser linke Teil. Da geht man dann auf das Tabellenblatt, das man geöffnet hat. Also wenn ich jetzt hier auf diesem Tabellenblatt bin, das ist Tabelle 2. Und ich gehe jetzt da rein, dann steht hier in der Klammer drin Tabelle 2. Da klickt man drauf und dann hat man hier oben so eine Auswahl und das ist die Objektauswahl, was es gibt. Das ist das Worksheet. Das Worksheet, das ich hier habe, wenn ich da drauf klicke, dann kommt hier gleich so, Selection Change. Das heißt, wenn das Blatt gewechselt wird, man findet hier noch weitere Möglichkeiten, unter anderem das Change. Wenn man drauf klickt, wird dieser Event erzeugt. Den brauchen wir nicht. Markieren wir und löschen wir. So, und jetzt habe ich dieses Teil, dieser Event, der tritt ein, sobald im Blatt was gewechselt wird. Und Target ist ein Adressbereich, von dem dieses Zeugs herkommt. Also, wenn ich jetzt mal hier reingehe und tippe hier ein X ein und verlasse die Zelle, dann kommt dieser Event. Das sieht man jetzt, wenn man auf Target geht, dass dieser Zellbereich, der neue Zellbereich ist leer. Ja, der müsste jetzt sein, meine Shift F9. Ja, so kann man das immer letztendlich überwachen. Und eigentlich ist Target auch ein Range. Wenn ich jetzt mit F8 weitergehe, dann wird diese Variable gefüllt. Und jetzt habe ich die auch zur Verfügung. Man sieht jetzt, der Wert von dem Teil ist X. Wert, Value ist X und es gibt einen Adressbereich. Wo sehen wir sie? Adressbereich. Range, Address. Naja, man kann es auf jeden Fall als Adresse sich anzeigen lassen. Ich finde es jetzt gerade nicht. Man muss nur diesen Target as Range angeben. Aber da kommen wir gleich dazu. So, und wenn ich jetzt aber prüfen will, ob in einem, ich kann ja nicht gegen X prüfen, ja, kann zwar sagen, wenn X, if target equals X, then end if, das ist zwar die Wertabfrage, ja, dann soll er was machen, message box X. Dann erscheint dieser Bereich, und zwar target.value eigentlich, ja, target.value, so heißt es, value. Sieht man jetzt, wenn ich da reingehe, dann würde er nichts anzeigen, allerdings will ich einen bestimmten Bereich haben, und den Bereich, den prüft man folgendermaßen, da gibt man, wo habe ich denn meine Vorlage, da gibt es diese vier Möglichkeiten zum Eingeben. Kopieren wir die mal raus. Da geht es rein. Sagen wir mal Stopp. Ich kann einfach diesen Bereich nehmen und kann sagen, ich kann entweder prüfen, wenn mein Target Adresse, wenn der eine bestimmte Adresse hat, also ich gebe jetzt hier 2 ein. Nein, sagen wir mal Versuch Test 2. Test 2. Dann kommt hier, hier steht ja drin Test 2. Steuerung Alt, wie war es jetzt auch nochmal, die Überwachung, Shift F9, machen wir mal Shift F9, dann haben wir dieses Überwachungsfensterle wieder. Das funktioniert immer in Visual Studio. Das sieht man jetzt hier oben, ein bisschen unsicher, Test 2 steht da oben drin. Ich kann jetzt also prüfen, das ist meine Dings. Ich kann aber auch sagen, hier, ich möchte die Adresse prüfen. Ja? Und wie man sieht, die Adresse ist, das heißt $B4, das ist die Adresse. Dieses Dollar steht für, das ist die Absolutadresse. Also nicht relativ, sondern genau diese Adresse ist es.
Wenn nichts, wenn kein Dollar stehen würde, dann würde es heißen, die relative Adresse, also eine Zeile über einer anderen Zeile zum Beispiel. Ne? Okay, ich kann also abfragen, wenn du so bist, like, wie diese Adresse, Entschuldigung, und Stern ist ein Wildcard, heißt es, alles, was dahinter ist, die 4, 5, 6 oder 10.000, wird abgefragt. So, mit F8 geht es weiter, und dann kommt diese Message, sieht man. Kann aber auch nachfragen, üblicherweise nach Application Intersect. Das ist von Excel. Also die Excel, wenn bei Excel bei der Anwendung der Adressbereich, den ich hier habe, der gleiche ist wie der Bereich sowieso. Also man muss dieses Excel-Blatt nicht angeben, dann kann man hier quasi angeben eine genaue Adresse. Oder man kann sagen, die ganze Spalte, oder man kann hier sagen, die ganze Spalte. Ich tippe mal F8, dann kommt hier raus, dass das ist. Ja. Und jetzt kann man hier natürlich sagen, wenn hier, was haben wir gerade drin, if target ist gleich, was hat man drin, Test, dann soll er irgendwas machen, dann soll er diese Message bringen. So. Treffer Test zum Beispiel. Ja. Das heißt, er könnte hier reinhüpfen, F8, kann sagen, wenn mein Target.Value wie Test ist, like Test, aha, like, dann geht es grob bei VBA, ist dann die Groß-Kleinschreibung mit drin, oder? Target.Value, like Test. Bin mir jetzt ein bisschen unsicher in diesem Teil. Ja, also hier ist Groß-Kleinschreibung noch muss mit vergeben werden. Man muss also Uppercase oder Lowercase setzen. Und wenn das zugrifft, dann habe ich jetzt quasi geprüft auf Range mit Intersect und auf den Wert mit meiner Dings. Ich finde meine Beispiele wie immer. Unter meiner Code-Doku habe ich hier meine Excel-Code-Beispiele. Da verwende ich das auch für die weiteren Code-Beispiele.